dass die Gräfin, die einst im verjüngenden Blut von 100 Jungfrauen badete, lebendig begraben wurde. Und ihr Schloss, das so viele Gräueltaten gesehen hatte, zerfiel zur Ruine. Nur noch ein einziger Turm überragt die unterirdischen Verliese in der gottverlassenen Wildnis wie ein Monument des Bösen. Man glaubt, dass das Vermögen der Gräfin unter dem Klerus aufgeteilt wurde. Doch viele sagen, das meiste sei nie gefunden worden und noch bei den verrottenden Schädeln begraben, die stummes Zeugnis von der Unmenschlichkeit der menschlichen Kreatur ablegen. Und damit herzlich willkommen zur 6. Folge von Diablo 2 hier in Garderol Deluxe oder im Hauptkanal, je nachdem, wie es bei euch ankommt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich habe ein bisschen unseren Weg hier durchgegrindet zum Feld der Steine, nicht zum Held der Steine. Und ja, meine Ausrüstung hat sich ein bisschen verändert. Wir haben jetzt hier auch eine gelbe Schärpe mit plus 2 Stärke, plus 6 Leben und nochmal einen Lichtradius dazu. Neue Schürchen haben wir bekommen, Geschicklichkeit plus 5 Ausdauer. Und alles andere ist, glaube ich, im Wesentlichen gleich geblieben. Das Einzige, was wirklich noch schlecht ist, ist Lederrüstung mit 20 Verteidigung, 15 verbesserte Verteidigung, 13 auf Haltbarkeit. Und deswegen dachte ich, ich mache mit euch ein kleines Pack-Opening, denn wir haben hier gehärtetes Leder. Dann gucken wir mal, vielleicht ist das ja besser als das, was wir bis jetzt haben. Wir schauen mal drauf. 9 Verteidigung mehr, sehr schön. Dann plus 18 verbesserte Verteidigung, plus 3. Plus 1 Leben, Kältewiderstand, plus 5. Giftwiderstand, plus 5, repariert eine Haltbarkeit, 30 Sekunden. 33 Sekunden. Nehmen wir mal, ist auf jeden Fall besser als das, was wir bis jetzt haben. Ja, und ja, jetzt geht es darum, dass wir hier mal testen, wie intelligent denn der Garderol ist. Denn wir müssen hier uns jetzt merken, in welcher Reihenfolge. Ja, ich sag mal so. Das ist aber jetzt mal schwieriger. Ich weiß nicht, ob das Spiel so angepasst ist, dass, wenn man ausloggt, wieder einloggt, dass es dann annimmt, dass man das nochmal machen muss, weil man so schlecht war. Keine Ahnung. So, hier unten sind die Monolithen, die habe ich auch schon freigespielt. Und ja, im Wesentlichen habe ich hier hingespielt, damit wir den Portpunkt haben. Ich hasse es, wenn wir das Spiel spielen und wir haben nicht alle Portpunkte. Und ja, ihr seht auch, meine Punkte habe ich jetzt in Vitalität gegeben und nicht in Energie oder in Sonstiges. Für die Waffenstärken haben wir die Sachen. Die Hauptfähigkeiten, denke ich mal, kommen eh von den Items. Aber was weiß ich schon. Und ja, wir müssen, das ist mir auch wieder eingefallen, es war ja, glaube ich, so, diesen Skill-Reset, den können wir nur einmalig benutzen. Das war ja diese Questbelohnung. Deswegen sollten wir einfach jetzt mal bis Level 30 skillen, bis wir den Ultimate sozusagen haben. Und dann uns vielleicht ein Bild suchen. Aber ich glaube, es ist auch wirklich ganz schön, wenn man einfach drauf losspielt, mal so ein Spiel. Und nicht irgendwie, weiß ich nicht, WoW-Head-Style, ne? Können wir auch vorstellen. So. Wie war das denn jetzt? Ging hier los, ne? Oh oh. Also bevor wir dahin gehen, oder wir können nach Tristram gehen, aber da würde ich sofort ein Stadtportal setzen. Haben wir übrigens auch hier Shortcuts gesetzt. Wenn ich jetzt hier auf den Shortcut F2 gehe, kann ich hier sofort ein Stadtportal setzen. Und ja. Wir sollten uns sowieso... Oh, da ist die Musik. Wir sollten uns, glaube ich, sowieso angewöhnen, immer sehr schnell... Seid gegrüßt. Immer sehr schnell ein Stadtportal zu setzen, glaube ich. So, der kann weg. Regenerationstrank. Ich glaube, Tristram war ziemlich hart am Anfang schon, ne? Findet und rettet Deckard Cain. Gut, wer weiß denn jetzt wohl was über die... Die Schwesternschaft heißt euch willkommen. Ah ja, wir können auch nur mal jemanden anheuern, hier fällt mir gerade ein. Lex. Das Ding ist, was wir vergessen haben, ist, dass wir die auch ausstatten können, ne?
Das Problem ist, dass ich vergessen habe, die letzte Mal auszustatten, glaube ich. So, Stadtportal haben wir noch genug. Dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt los. Tja, und da liegt sie schon, die tote Kuh. So. Ja, Tristram hat, glaube ich, auch ein kleines Secret, wenn ich mich richtig erinnere, nämlich den Schmied, der dann dieses komische Bein droppt. Wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß gar nicht, ob ich den ganzen Dreck jetzt einsammeln sollte. Schauen wir uns doch mal um. Hier sehen wir die Gebäude, alle zerstört, alles von Untoten eingenommen. Tristram, der Schauplatz von Diablo 3, 1, 3 auch, 3 auch. Bei 3 ist es ja neu, Tristram, ne? Und ich glaube, viele Eltern, die in der Zeit gebaren, gaben ihrem Kind zumindest dann den Namen Tristan. Anders kann ich mir nicht erklären, woher der Name kommt. Aber wenn du zum Beispiel Tristan heißt, schreib es doch mal gerne in die Kommentare. Was? Da war's schon? Ach. Das hat doch sonst der Schmied gedroppt, da bin ich doof. Hm. War der Schmied jetzt in dem Pack drin oder was? Also ich meine nicht mal damals zu erinnern, dass er ziemlich schwer war. Vielleicht haben die auch irgendwas hier rumgebalanced. Gut, wir spielen auch super einfach, ne? Keine Ahnung. Also erstmal außen rum hier freimachen. Nicht, dass hier irgendwie da drin ein Obermotz ist, der alle anderen ruft. Da ist er doch. Der hätte das Bein gedroppt. Was droppt der denn dann? Oh! Ui, 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 ui. Ich bin überladen. Und nochmal extra stark. Und wir sind umzingelt. Nicht gut. Ja, unser erstes grünes Item. Also grün war, wenn ich das richtig erinnere, ein Set-Item. Und da ist hier die Musik. Oh. Oh, toll. Gut, dann räumen wir mal kurz auf. Was haben wir denn hier? Wir könnten auch eigentlich immer zum Dings... Ja, obwohl, unten die Dame, die füllt ja unser Mana und unser Leben wieder auf. Guten Abend. So, schauen wir doch mal, was haben wir denn hier für ein Set-Item bekommen? Oder für ein... Okay, was gehört denn dazu? Verteidigung, Eisenstütze, Eisenferse. Verteidigung 6 ist besser, Blockchance 25 ist schlechter. Plus 10 zu Stärke brauchen wir gar nicht. Schade reduziert um 2. Aha, okay, okay. Ja, würde ich mal sammeln, wenn wir vielleicht das Set bekommen sollten, was ich nicht glaube. Ehrlich gesagt. So, Wirts Bein sollten wir auch behalten. Ich meine, da kann man noch was mitmachen. Ich habe den Eindruck, dass wir auch immer genug Schlüssel haben. Gehen wir trotzdem mal eben reppen. Die Betonung bei mir liegt ja auch immer sehr auf Gehen. So. Guten Abend. Und dann schmeißen wir kurz die Sachen in unsere Truhe. So. Ich bin auch so ein kleiner Messi, ich muss immer alles behalten. So, sollten wir sterben, haben wir natürlich dann hier das...
Das Sicherheitsportal. So, Knallex hier nehme ich immer mit. Gibt, glaube ich, 100 Gold. Tja, und jetzt müssen wir Kane finden. Ich meine, der gammelt in einem dieser Häuser rum und will gerettet werden. Hilfe. So, können wir den irgendwie sehen? Auf jeden Fall hat er Hilfe gerufen. Wo ist er denn? Am Galgen? Deckard Kane, ihr müsst hier raus. Gut. Ich glaube, das war's an Tiny Little Secrets, sonst gibt's hier nichts mehr. So, damit haben wir jetzt immerhin schon mal jemanden, der uns jetzt immer unsere Sachen identifiziert. Was immerhin pro Gegenstand 80 Gold spart. Ja. Schon krass, ne? Auch wie das früher aussah. Alright, dann schauen wir mal, wie es jetzt in der Story weitergeht. Im Lager der Jägerinnen. Jetzt würde ich nur gerne kurz... Der müsste ja schon hier sein, oder? Nee. Doch. Guten Abend. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich Gegenstände unentgeltlich für euch identifizieren. Bedauerlicherweise konnte ich nichts tun, um das Unglück zu verhindern, das Tristram verheert hat. Es scheint, als wären unsere schlimmsten Befürchtungen wahr geworden. Diablo, der Herr des Schreckens, wurde wieder in der Welt entfesselt. Wie ihr wisst, wurde Diablo vor einiger Zeit unter Tristram besiegt. Und als unser Held triumphierend aus dem Labyrinth unter der Stadt zurückkehrte, feierte er ein großes Fest, das mehrere Tage dauerte. Doch im Laufe der Wochen wurde unser Held immer wunderlicher. Er hielt sich von den anderen Stadtbewohnern fern und schien Anfälle finsterer Niedergeschlagenheit zu erleben. Ich dachte, möglicherweise wäre seine Prüfung so schlimm gewesen, dass er sie nicht vergessen konnte. Der Held schien mit jedem Tag, der verging, zerrissener zu sein. Ich erinnere mich, er erwachte viele Male schreiend in der Nacht und brüllte stets etwas vom Osten. Eines Tages verschwand er einfach. Und wenig später wurde Tristram von Legionen grässlicher Dämonen angegriffen. Viele wurden abgeschlachtet und die Dämonen ließen mich zum Sterben in diesem verfluchten Käfig liegen. Heute glaube ich, dass Tristrams Held der dunkle Wanderer war, der diesen Weg nahm, bevor das Kloster fiel. Und ich fürchte noch Schlimmeres, mein Freund. Ich fürchte, dass Diablo von dem Helden Besitz ergriffen hatte, der ihn besiegen sollte. Wenn das stimmt, wird Diablo mächtiger werden als jemals zuvor. Ihr müsst ihn aufhalten, sonst ist alles verloren. Ja, das... Guten Morgen. Guten Morgen. Das hatten wir ja vorausgesehen so. Seid gegrüßt. Es wird also wieder an uns hängen bleiben. Wir könnten mal gucken, wenn wir jetzt einen Begleiter mitnehmen, dass wir dem eventuell so ein paar von diesen Prütteln dann zuschustern. Also so eine Weste und so und was wir sonst noch an Ausrüstung haben. Und ich würde schon gerne das Begleitersystem dann auch nutzen, weil wir haben es und es tut uns ja nicht weh, ne? Guten Tag. Nehmen wir doch mal Floria. Wie sage ich jetzt, dass die sein soll? Ja. Hä? Wo
Muss ich erst die andere wiederbeleben? Okay. Wir könnten ja mal gucken, was die können. Hebt Gegner in der Nähe hervor, wodurch sie für euch in eurer Gruppe leichter zu treffen sind. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? So, und jetzt können wir der Inventar. Genau, so können wir das Begleiterinventar öffnen. Danke. Damit kann ich jetzt noch nichts. Okay, was braucht die noch? Die braucht einen Helm und einen Bogen. Kann die denn alles tragen? Steht hier nicht. Also eine Fernkampfwaffe und ein... Eisenhut, Angriffswert, Lichtradius. Ich weiß nicht, ob das dann für uns auch zählt. So, dann nehmen wir mal einen Bogen. Gegen so einen billigen hier. Jagdbogen plus 2 Schaden. Ja, komm, der ist gut. Einfach mal so. Guck mal. Jetzt kriegst du hier einen Bogen von mir. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Okay. Flamicht, flammacht, flammeucht. Jetzt müssen wir auf die Flori auch aufpassen. Und ja, unsere nächste Mission, beziehungsweise unser Missionsstand ist folgender. Besucht Kane und Akara im Lager der Jären. Wir haben mit Kane jetzt geredet, jetzt reden wir noch mit Akara. Ihr habt euer Leben riskiert, um Kane zu retten. Dafür danken wir euch. Wir müssen unverzüglich seinen Rat suchen. So, mit wir, bin, glaube ich, ich gemeint. Warte mal, was hat sie denn da noch gerade? Der Orden heißt euch willkommen. Achso. Hat die mir irgendwas gegeben? Oh ja. Mehr grüner Ring des Lehrlings. Schnellere Zauberrate und Giftwiderstand. Naja, würde ich erstmal lassen. So, Herr Kane. Stay wild and listen. Schön, euch zu sehen. Als Zeichen meiner Dankbarkeit, bedauerlicherweise konnte ich nicht. Schnell rein und schnell wieder raus. Einen anderen Rat kann ich euch nicht geben. Richtig, wir haben ja auch noch Folgendes. Wir haben ja noch den dunklen Turm bekommen. Ja. Den wir noch so ein bisschen grinden könnten. Im Schwarzmoor hinter dem Dunkelwald. Okay. Den könnten wir so ein bisschen grinden, denn da droppt, glaube ich, da droppen diese... Ah, wie heißen die Dinger noch? Runen, hätte ich jetzt fast gesagt. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ein Ausflug in das Dunkel... In das Schwarzmoor, hinterm Dunkelwald. Haben wir das denn? Dunkelwald, genau. Schwarzmoor müssen wir finden. Also, da geht es weiter in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier in Diablo 2.